Heidi ho, Leute! Willkommen zu Bögis Welt Folge 68. Ja, ich musste mal meine Haustierfraktion mal vorholen. Komme ich gleich zu. 90% aller Deutschen zahlen in ihrem Leben mehr Zinsen, als sie je an Zinsen erhalten werden. 90% aller Deutschen. Tja. In der Stadt Zion, im US-Bundesstaat Illinois, ist es unter Strafe verboten, seinem Haustier, Hund, Schwein, Kaninchen, Quietscheente, eine bereits angezündete Zigarette anzubieten. Ne, also ich darf nicht eine angezündete Zigarette hier und... Na, willst du mal eine rauchen? Also darf man nicht. Ne? Also keine angezündete Zigarette fürs Haustier. Allerdings kann man den Haustieren natürlich jederzeit eine nicht angezündete Zigarette und Feuer darlegen. Ne? Damit sie selber sich eine anstecken können. Aber bereits angezündete Zigaretten dürfen sie nicht. Das ist unter Strafe verboten. Die Daguerreotypie war 1839 die erste wirkliche verwendbare Verfahren zur Fotografie. Ich mache jetzt mal einen Screenshot von euch. Bitte lächeln. Daguerreotypie. Als Rhinoplastik bezeichnet man die chirurgische Korrektur der Nase. Rhinoplastik. Ein Digestiv. Nicht ein dickes Tief. Ein dickes Tief ist das Getränk, was man sich nach dem Essen gönnt. Zum Beispiel einen kleinen Espresso. Ne? Also das Gegenteil zu Aperitif. Confluentes ist der alte Name der Stadt Koblenz, also der altrömische Name, ne? Als die Römer noch da hausten. Confluentes. Confluentes, Menschenskinders. Der Künstler Friedrich Hundertwasser hieß eigentlich Friedrich Stohwasser. Ne? Also Hundertwasserhaus. Könnt ihr ja mal googeln oder bei Wikipedia nachschlagen, das Hundertwasserhaus zum Beispiel, müsste eigentlich Stohwasserhaus heißen. Die gute Luise, ist eine Birnensorte. Ich weiß zwar nicht, was die für Drogen nehmen, aber auf jeden Fall sind Ameisen 24 Stunden am Tag wach. Alle Menschen in Russland haben wohl 20 Finger. Ist kein Witz, weil im Russischen gibt es kein Wort für Zehe. Ne, also für Fuß. Zehe. Ja? Und gibt es kein Wort für. Die haben nur Finger. Das heißt, die haben 10 Handfinger und 10 Fußfinger. Also 20 Finger. Der höchste bisher unbestiegene Berg, also zumindest bis 2010 war das so, ist der 7570 Meter hohe
Gangna Puensum in Bhutan. Und zwar liegt das ganz einfach daran, dass die Regierung in Bhutan einfach keine Einreisegenehmigung, also keine Besteigungsgenehmigung erteilt. Der Neptunmond Triton ist der einzige Mond in unserem Sonnensystem, der seinen Planeten entgegengesetzt umkreist. Alle anderen umkreisen ihre Planeten in der gleichen Richtung wie der Planet. Nur der Neptunmond Triton, der ist entgegen der Drehrichtung des Planeten. Im Körper eines Wellensittiches fließen in etwa 6 Milliliter Blut. Das ist also, 6 Milliliter ist ja, ne, nicht viel. Ich meine, so ein Wellensittich ist ja auch nicht groß. 6 Milliliter. Fanta wurde im Zweiten Weltkrieg von der deutschen Coca-Cola Company erfunden, und zwar als Ersatz für Coke, also für Coca-Cola. Und zwar aus Molke. Die haben damals Fanta als Coca-Cola-Ersatz aus Molke hergestellt. So kam Fanta auf die Welt. Die Coca-Cola Company ist ja schon seit, ich glaube, den 20er Jahren, 1920er Jahren schon in Deutschland. Der Amerikaner Bill Watterson erfand 1985 die Comicfiguren Calvin und Hobbes. Sind hauptsächlich als 3-4 Zeilenbildchen in Zeitungen zuerst abgedruckt gewesen. Leute, wer unter Peruresis leidet, Peruresis, kann nicht auf öffentliche Toiletten gehen. Also ich meine, so bei manchen Dixi-Klos auf Großveranstaltungen, da kann es einem auch wirklich mal vor ekeln. Aber ganz normale öffentliche Klos. Tja. Peruresis. In den USA leben mehr Tiger in Gefangenschaft bei privaten Leuten, als es weltweit auf der überhaupt noch gibt. Das heißt, also zurzeit sind Schätzungen zufolge in Asien gibt es noch 3.000 bis 4.000 wilde Tiger. Ja, und in den USA leben da mehr bei Privatleuten. Die Personenzahl mal 3 ist die Berechnung, um ein Foto zu knipsen, auf dem alle Leute die Augen offen haben und nicht blinzeln. Also wenn ich hier jetzt 1, 2, 3, 4 Leute drauf habe, müsste ich 12 mal, also 4 mal 3, 12, müsste ich 12 mal fotografieren, damit definitiv alle die Augen offen haben und nicht blinzeln. Gibt es Berechnungen für. In einer englischen Forschungsstudie wurde herausgefunden, dass in Supermärkten ungefähr 2/3 aller Kunden zu deutschen Weinen griffen und kauften, wenn im Hintergrund deutsche Volksmusik gespielt wurde. Liefen allerdings französische Chansons, wurden 80% der Wein, wurden 80% französische Weine gekauft. Schwarzbraun ist die Haselnuss, schwarzbraun bin auch.
Arnold Schwarzenegger. Actionheld, Bodybuilder, Gouverneur von Kalifornien war er mal. Der ist mal in ein Fitnessstudio eingebrochen, nur weil er am Sonntag auch trainieren wollte. Ja, da bricht man einfach mal ins Fitnessstudio ein, ne? Ich will jetzt auch sonntags. Hab zu, ist egal. Tja, so ist es, Leute. Macht es hübsch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.